Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge ja den Delvin und den Salvador hier gerettet, aber das haben sie uns anscheinend ziemlich übel genommen. Zumindest mal der Salvador mag uns ja nicht so sehr. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was wir hier eigentlich noch an tollen Equipment mitgenommen haben. Guck mal hier, einen Klappstuhl. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Aus der Krankenstation. So ein Ding hatte ich auch mal. Nur Fussel. Okay, eine Lampe. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Dann machen wir lieber mal aus. So, was haben wir hier? Eine Schreibtafel. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. So, schauen wir mal, hat er was gelesen? 2054 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix' Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Der könnte uns ruhig mal gescheit, Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. Na gut, können wir was passiert, wenn wir es löschen? So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Ups, die hat's nicht überstanden. Tut mir leid. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Können wir das, Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Gut, haben wir noch was da? Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. So, dann haben wir hier noch eine Tasche. Was haben wir denn hier? Delvins Tasche. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Okay. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. So, dann haben wir hier noch die große Lampe. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Ein Schmetterding, ja. So, was gibt's denn in der... Die läuft irgendwie komisch, fällt mir gerade auf. Das ist Delvins Schlafsack? Salvador hat seinen Schlafsack gar nicht erst ausgepackt. Mhm. Puh, eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Okay. Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Gut, was haben wir denn noch? Oh mein Gott, so viel Equipment hier. Mein Schlafsack. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Aha. Oh, hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Was haben wir denn? Nee, das ist nur die Batterie, aber sonst nichts. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Okay, das sind Vorräte. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Okay, was haben wir in der Truhe? Eine verriegelte Truhe, in der Salvador seinen Kram bunkert. Okay, was haben wir hier in der Kühltruhe? In diesen Kühltruhen kann man Lebensmittel oder Medikamente lagern. Wir nutzen sie aber meistens, um Arbeitsproben zu konservieren. So, können wir die aufmachen? Sie ist zugefroren. Gut, dann müssen wir sie irgendwie warm kriegen. Was haben wir hier? Öl, Gaskocher, Pfanne. Josephs Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Okay. Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Gut, das ist was... nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Und das Bild habe ich doch gerade gehängt vorhin. Na egal. So, dann, So, da ist nur der Delvin. Hier oben ist nichts mehr. Dann guck mal doch mal. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Red mal noch mal kurz du mit ihm. Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist auch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Ja, alt mit Sicherheit nicht. So, wo geht's denn hier weiter?
So, machen wir hier mal zu. Da haben wir nur die Lampe. Die lassen wir da, wo sie ist. Die Leuchtschrift. Die Leuchtschrift leuchtet sogar. Also, ich meine, obwohl kein Strom oder was da ist. Und das Ding hält anscheinend noch. Plasmabohrer. Warum hast du den Bohrer mitgebracht? Warum hat Nigel dich auf die Mission mitgenommen? Weil er mir vertraut hat. Der Bohrer ist wenigstens noch nützlich. Ey, jetzt machen wir halblang hier. Zu Hause benutzen wir Sonden, um gefährliche Stollen zu überprüfen, bevor wir selbst reingehen. Salvador hatte als einziger eine mitgenommen. Er meinte, am Ende will man uns töten und im Nu befinden wir uns im Krieg mit dem gesamten 17. Jahrhundert. Da brauchen wir jeden technischen Vorsprung, den wir kriegen können. Okay, können wir die mitnehmen? Kann ich die Sonde haben? Nein. Vielleicht brauchen wir sie noch für wichtige Dinge. Und den Plasmabohrer? Würdest du bitte meine Sachen in Ruhe lassen? Das ist kein Spielzeug. Ist ja gut. Mann. So, ich würde allerdings gerne rausgehen, aber da dürfen wir gar nicht hin. So. Salvador? Was gibt es? So, machen wir mal Geht's weiter. Voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Na gut. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke. Das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Genau, wir gehen den Kristall suchen. Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Na gut, vielleicht... Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funke, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Na gut, dann gehen wir uns umgucken. Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutz dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Okay, das heißt, wir dürfen den Plasmabohrer haben und wir dürfen... Und wir dürfen die Sonde haben. So, und jetzt haben wir endlich das Equipment, um hier ein bisschen... So. Yay. Oh je. Ich hoffe, das klappt. Hoffen wir mal, dass uns die Kuh jetzt nicht auf den Kopf fliegt. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. So, und jetzt müssen wir die Sonde da reinpacken. Verdammt. Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein, alles in Ordnung. So, ich muss das jetzt? Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. So, Licht? Was ist das? Nigel? Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen. Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. So, jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir hier irgendwie... Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Okay, was haben wir denn noch? Haben wir eigentlich noch unser Paddel, das wir... Das habe ich selbst gemacht. So, wie kommen wir jetzt da hin?
Ah, der ist jetzt oben. Okay. Delvin, können wir dir irgendwie... Delvin arbeitet an dem Laser. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Okay. Da müssen wir hier irgendwie was einbauen, dass das Licht blau bleibt. Nigel lebt noch. Mhm. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke. Ich komme schon klar. So, was haben wir denn hier für einen Laser? Was ist denn das Klappt hier? Klappt alles? Naja. Der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. So, wie können wir denn das Ganze jetzt hier... Ja, okay. Danke. Ich mach dann mal weiter. Bis nachher. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt irgendwann... Da ist Ausrüstung. Gucken wir doch mal. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft. Alles nur eine Frage der Technik. Ja, der Packtechnik in diesem Fall. Noch mehr Ausrüstung. Und ansonsten haben wir hier nichts. Nur Laser. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. So. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Gut, dann gehen wir halt. So, irgendwas brauchen wir, damit es... damit das Licht blau bleibt. Die Truhe, können wir die... Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Okay, aufbrechen will sie bestimmt nicht. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? So ein Container, was haben wir denn hier? Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Okay. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Gut, dann halt nicht Vorräte. Kohletabletten zum Aufseil und das... Ah ja, das hat man ja alles. Ja, ja, ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Okay. So, dann ist hier nur noch das Seil, was eigentlich keiner braucht. Und da war die Lampe, die wir angucken konnten, aber sonst auch nichts mehr. So. Okay, kann der mit der Batterie was anfangen? Die lag unter deinem Schlafsack, Delvin. Wie ist die denn da hingekommen? Du kannst sie haben. Danke. So, für was können wir die denn brauchen? Wir haben das Zeitfunkgerät, hier nur jede Menge Ausrüstung. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Delvin, der Laser. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Ja, die sind nicht ganz so ohne. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Dann anhand eines Referenzatoms die richtigen Werte ermitteln. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeitkontinuum platzt. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Aber danke für das Angebot. So, und wie... Da ist wieder nur die Zeitkapsel. Die bringt uns jetzt aber auch nicht viel. Okay. Ich hab bestimmt wieder irgendwas Tolles übersehen. Die Lampe, können wir mit der was machen? Zuverlässig, strahlend, hell und sauber. So.
Es scheint immer noch zu halten. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Nee. So, wir brauchen jetzt irgendwas, mit dem wir... ja. Mit dem wir dafür sorgen können, dass der Laser seine Energie behält. Salvador, will der noch mit uns reden vielleicht? Bedeutet dir Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause! Was passiert, wenn wir uns jetzt in den Schlafsack legen einfach? Können wir gar nicht. Ich könnte abhauen und mich... Aber ich will nicht, dass der... Okay, gut, aber hier muss irgendwo noch bei unserem Equipment was liegen. Da haben wir schon geguckt. Nur Fussel. Delvins Tasche. Jetzt müssen wir mal schauen. Du magst unser... Können wir die Schreibtafel... Nein, Salvador, und er würde es... Ja. Das war einmal. Okay, gut. Hier geht's nirgends mehr großartig hin. Können wir mit dem Schraubendreher die Kühltruhe aufmachen? Nö. Aber die Vorräte und das alles, das bringt uns ja auch nichts. Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Okay, gut. Ich frage mich jetzt halt nur, Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Okay, Seife. Ein trockenes Stück Seife. Hat Seife eigentlich ein Verfallsdatum? Die können wir jetzt auch nicht großartig nass machen. Zumal wir die dann auch irgendwie, irgendwo herkriegen müssten. Haben wir irgendwas, um die nass zu kriegen? Nö. Die Batterie ist voll aufgeladen. Die Batterie ist... Ja. Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Okay, was haben wir denn noch alles? Schraubenzieher, das Messer, Zeitfunkgerät. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Okay. Ich nehme mal den Filter heraus. Der Blaufilter aus dem Plasmabohrer. Ah, vielleicht können wir den ja ihm geben. Können wir die austauschen. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Na? Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Gut, also dann müssen wir die Membran an die Batterie... Jetzt liegt die Batterie im Netz. Und die Membran so, an den jetzt Bohrer. Jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Okay, das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Wir sind schon wieder so weit durch. So, erst nochmal hierher. Und jetzt haben wir den verstärkten Bohrer. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommen wird. Ja, dann werden wir mal schauen, was sich hinter dieser Wand hier versteckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!